Wenn Ihnen jemand sagen würde, dass Sie über Nacht schöner werden können, würden Sie es nicht auch versuchen? Mein Geheimnis heißt Dreamcast. Mit Shenmue 3 wird nach langem Warten eine Serie fortgesetzt, die auf der Sega Dreamcast ihren Anfang nahm. Die letzte Heimkonsole des Sonic-Konzerns brachte aber noch andere große Titel hervor, die wir euch in dieser Top-Liste vorstellen möchten. Hier kommen die besten Spiele für die Sega Dreamcast. Dass dieses Fighting-Game fast 20 Jahre nach seinem Erscheinen noch auf Profiturnieren gespielt wird, sagt schon alles. Street Fighter 3 Third Strike gehört zu den beliebtesten und am besten ausbalancierten Prüglern überhaupt. Zwar handelt es sich dabei nur um ein Update von Street Fighter 3 Second Impact, doch das Feintuning, insbesondere in Form des erweiterten Parry-Systems, setzte dem Titel die Krone auf. Dazu kam eine gefällige Mischung aus bekannten Charakteren und Neulingen, von denen jeder seinen eigenen Stil mitbrachte. Vor allem die geniale Spielbarkeit bescherte Street Fighter 3 Third Strike seine Ausnahmestellung im Bereich der Fighting Games. Exklusiv für die Dreamcast erschien mit Resident Evil Code Veronica der geistige Nachfolger zu Resident Evil 2. Claire Redfield kämpft auf einer Insel fernab von Raccoon City mit einem erneuten Ausbruch des T-Virus. Aber nicht nur der Schauplatz war anders, sondern auch die Technik. Die Hintergründe waren nicht mehr vorgerendert, sondern wurden in Echtzeit berechnet. Spielerisch blieb Code Veronica der erprobten Serienformel hingegen treu, sodass Grusel, Rätsel und Action wieder mit dabei waren. Ein erstklassiges Rollenspiel darf in dieser Liste nicht fehlen. Und genau das war Skies of Arcadia. Zwar kamen bekannte japanische RPG-Elemente wie Rundenkämpfe zum Einsatz, zugleich wurde aber auch großer Wert auf das Design der Spielwelt gelegt. Die Story drehte sich um den Kampf eurer Luftpiratentruppe gegen ein mächtiges Imperium. Zwischen den fliegenden Kontinenten wurde mit einem Luftschiff hin und her gereist. Besagte Gebiete fielen groß und abwechslungsreich aus, was zum Erkunden einlud. Dabei wurde selbstverständlich reichlich gekämpft und gelevelt. Aus den verschiedenen alten und neuen Elementen machte Entwickler Overworks ein tolles Rollenspiel, das damals zu Recht Höchstwertungen abräumte. Graffiti und Inlineskating verbanden sich bei Jet Set Radio zu einem besonderen Spielgefühl. Im Cel-Shading-Look wurde durch ein buntes Tokio gefahren. Dort musstet ihr Spraydosen einsammeln, um die Graffitis der konkurrierenden Banden zu übersprühen. Das wiederum rief immer stärkere Polizeieinheiten auf den Plan, von denen ihr euch natürlich nicht erwischen lassen durftet. Dabei halfen die zahlreichen Sprung- und Grindmöglichkeiten, mit denen ihr euch ebenso stilvoll wie effektiv aus der Affäre ziehen konntet. Spätestens, wenn ihr im Flow wart und ohne Unterbrechung skaten und sprayen konntet, entfaltete Jet Set Radio seinen speziellen Reiz. Aus der Spieleschmiede von Treasure kamen viele hervorragende Titel, doch Ikaruga dürfte das Sahnestück sein. Bei diesem Shoot'em'up setzte der japanische Entwickler auf eine spezielle Mechanik. Via Tastendruck wechselte euer Schiff zwischen heller und dunkler Polarität. So wart ihr nicht nur gegen Geschosse gleicher Farbe immun, sondern konntet außerdem bei Feinden der anderen Polung doppelten Schaden verursachen. Der ständige Wechsel und die damit verbundene Entscheidung, ob ihr lieber austeilen oder einstecken wolltet, war ein Kernbestandteil von Ikaruga. Dieses clevere Konzept hat auch nach 20 Jahren nichts von seiner spielerischen Klasse verloren. Crazy Taxi war ein Paradebeispiel für eine gelungene Arcade-Umsetzung. Denn auch auf der Dreamcast behielt der Titel alles bei, was ihn schon in der Spielhalle auszeichnete. Zugänglichkeit, hohes Tempo, irre Stunts und eine riesige Motivation. Als einer von mehreren Taxifahrern musstet ihr Fahrgäste einsammeln und mit diesen innerhalb eines Zeitlimits ans gewünschte Ziel brettern. Weil eure Kunden absolute Adrenalin-Junkies waren, wurden sämtliche Verkehrsregeln missachtet.
Je durchgeknallter und actionreicher es zuging, desto mehr Geld gab es am Ende von den Kunden. Das simple wie überaus spaßige Prinzip ist heute noch für die eine oder andere Highscore-Jagd gut. Bereits Soul Blade auf der PlayStation war ein grafischer und spielerischer Augenschmaus. Doch der Nachfolger Soul Calibur fackelte ein Technikfeuerwerk ab, mit dem man den Kauf seiner Dreamcast locker rechtfertigen konnte. Die Portierung des zuvor in der Spielhalle veröffentlichten Fighting Games protzte mit tollen 3D-Kämpfern und Stages, die noch hübscher aussahen als im Arcade-Original. Außerdem beinhaltete die Dreamcast-Version zusätzliche Spielmodi, darunter Team Battle und Survival. Diese Verbesserungen machten Soul Calibur auf der Dreamcast tatsächlich zur besseren Wahl. Virtua Tennis schickte reale Sportler in ein rasantes Filzballgeprügel. Jeder Spieler trat mit einem eigenen Stil auf, zum Beispiel Surfen Volley oder starke Vorhand, und ermöglichte somit unterschiedliche Spielarten. Erneut wurde die Konsolenumsetzung im Vergleich zum Spielhallenoriginal inhaltlich erweitert, allen voran mit einem Karrieremodus. Spielerisch gelang Virtua Tennis der Spagat zwischen realistisch angehauchten Schlagvarianten und einem kurzweiligen Spektakel ganz vorzüglich. Es macht auch heute noch riesigen Spaß, den Gegner mit präzisen und wuchtigen Schlägen über das Feld zu jagen. Power Stone ist kein Prügler von der Stange. Ihr rennt mit eurem Kämpfer durch eine dreidimensionale Stage und prügelt mit Händen und Füßen auf den Gegner ein. Auch Special Moves fehlen nicht. Außerdem kommen Waffen wie Schwerter und Bomben zum Einsatz. Darüber hinaus lässt sich das Level-Inventar zweckentfremden. So schmeißt ihr etwa Stühle und Tische auf euren Gegner. Dennoch ist Power Stone keine brutale Schlacht, sondern eine comichaft überzeichnete Keilerei. Gerade weil es spielerisch anders ausfällt als die meisten anderen Fighting-Games, ist und bleibt Power Stone ein Klassiker, den man noch immer richtig gut zocken kann. Zwei Jahre nach Super Mario 64 wurde auch Segas Blauer Eagle mit Sonic Adventure erstmals auf 3D-Welten losgelassen. Und genau wie Nintendos Galionsfigur glückte auch Sonic der Wechsel von der Pixel- zur Polygongrafik. Großen Anteil daran hatte das sehr gute Leveldesign, das frische Optik mit einem atemberaubenden Geschwindigkeitsgefühl verband. In Sonic Adventure schoss man wie zu besten Mega Drive-Zeiten durch die Gegend, behielt aber dennoch Übersicht und Spielkontrolle. Mit den bekannten Moves, Charakteren und natürlich Ringen blieben weitere wichtige Grundzutaten für ein Sonic-Spiel erhalten. Seaman gehört zweifellos zu den bizarrsten Spielerfahrungen, die es gibt. In einem virtuellen Aquarium konntet ihr eine Mischung aus Mensch und Fisch heranzüchten. Mittels des mitgelieferten Mikrofons wart ihr in der Lage, mit diesem Wesen zu sprechen. Ihr musstet euch um Seaman kümmern und ihn füttern, damit das freakige Tamagotchi bei Laune blieb. Er dankte es euch vor allem mit einigen mürrischen Kommentaren und vielen dummen Sprüchen. Seaman ist sicher nicht das beste Dreamcast-Spiel, aber definitiv eins, das ihr erlebt haben solltet. Yu Suzukis Shenmue war in jeder Hinsicht ein Geniestreich. Grafik, Dialoge, Kämpfe, Quicktime-Events und Nebenbeschäftigungen setzten anno 2000 neue Maßstäbe im Genre der Action-Adventures. Ryu Hazukis Suche nach dem Mörder seines Vaters fand in einer offenen Spielwelt statt, die für damalige Verhältnisse riesige Dimensionen besaß. Damit schuf Shenmue die Grundlagen für spätere Open-World-Giganten wie GTA oder Assassin's Creed. Der enorme Umfang und die erstklassige audiovisuelle Inszenierung sorgten für enorme Entwicklungskosten, die Shenmue zum bis dato teuersten Videospiel machten. Wenn ihr in eurem Leben nur einen einzigen Dreamcast-Titel zocken könnt, dann muss es Shenmue sein.